die Produktion Gas geben. So, dann setzen wir sie da mal eine Lampe, dass wir ein bisschen was sehen. Gut, und jetzt müssen wir darüber. Ich bin eine richtige Großindustrielle. Ich mag das, wenn die Maschinen laufen. Ja. Ja, das ist das Coole an dem Game. Ja. Wenn man so eine richtige Industrie laufen hat. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Schön. Gut. So, als nächstes Lithium. Kommt dann Gold, glaube ich. Drops. Gold. Yep. So, wie schaut's da aus? Ich sehe rot. Puh. Meine Frau sieht rot. Yep. So. Für alle älteren Zuseher ist das natürlich bekannt. Nö. Geh. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Gelegentlich sehe ich rot hier. Nein, nein. Der Titel. Ach so. Große Selbstjustiz-Action-Reihe mit Charles Bronson. Wirklich schon ältere Kost. Mhm. War einer der letzten Teile, glaube ich, Anfang der 80er, die er gedreht hat. Also wirklich. Das, ja, da muss ich jetzt passen. Ich kenne es nicht. Geht immer darum, so ähnlich wie das mit dem Kevin Bacon, dann war, wird das geheißen. Auch die Selbstjustiz, wo seine Familie umgebracht wird und dann greift er jetzt selber zum. Das, ist das nicht so wie mein, na, wie heißt der neuere Film? Wo der, so, wie kommen wir jetzt darüber am besten? Der Schotte. Achso, ich weiß schon, was du meinst, wo der Jamie Foxx und der ja, Gerard genau. Butler. Gerard Butler, das war's. Das ist doch auch so ein Film. Ja, so ungefähr, genau. So wie die. So, dann bringen wir da wieder Lampe an, dass wir ein bisschen was sehen. Dann glaube ich, werden wir die Bahnlager sind voll, drum geht in die anderen Lager nichts weiter. So. Konstruktionen in luftiger Höhe. Oder in luftiger Tiefe. Kann sein. So. Ja, stimmt. Wir sind eigentlich in Tiefe, aber ich. Ja, in einer Höhle, ne? Ich bin gerade, ja. Aber ich bin fast an der Decke rausgekommen. Ah, okay. Und da geht's. Jo, weiter abwärts. Okay. Da wo wir den Schacht rein gemacht haben beim letzten Mal. Für den Lift. Okay. Du dann eher glaube ich unten warst, du hast glaube ich das Glas eingebaut. Ja, ja, weiß schon wieder. Ich weiß schon wieder. So, jetzt die Verrohrung. So. Na, da. Und da. So. Dass ich es halt hinbekomme. Ich habe aus Versehen einen Anker geworfen.
ist mir schon lange nicht mehr passiert, also. Es war nur der Test, dass es eh noch funktioniert. Ob er eh noch da ist. Ob er eh noch da ist, ja genau. Ja klar, wir verwenden das so selten. Da kann ja klar sein, dass man... Dass das einrostet. Dass die Funktion deaktiviert wird. Automatische Deaktivierung der Funktionen, die der Spieler nicht nutzt. Mhm. Da würde ich dann schon ein bisschen blöd schauen. Mhm. Die intelligenten Apps. Ach Gott, ja. So. Meine Hopper schwinden. Jo. Ich bin auch gerade etwas traurig über meine Pipes. Bin jetzt bei ein bisschen über 600 oder? Ach so, wie bei mir, ja. Und meine Hopper nur noch 386. Also, wir werden uns dann wieder ganz schön in die Haare kriegen wegen dem Zinn. Wegen dem Nachproduzieren. Das machen wir wieder außerhalb der Aufnahme. Okay, die Rauferei. Ja. Hört mir niemand schreien. Okay. Ich schlag dich doch nie gar nicht. Hört niemand meine Hilferufe. Ist auch nicht notwendig. Aber es gibt ja Zuseher, die verstehen das. Ja. Wie man den letzten Kommentar gemerkt hat bei der Tibrien Let's Play. Ja, er hat das aber auch mit einem Lächeln hingenommen. Also, es war... Der Zuseher, ne? Ja, der Zuseher. Naja, er ist ja auch ein Betroffener. Ja. Aber es gehört dazu. So. Goldbahnen werden auch wieder produziert. Sehr schön. Ja, und es füllt sich schon, wie man sieht. So, jetzt schauen wir, dass wir da... Jetzt müsste die fast darüber. Oh, der Klotz muss weg. Ein Stück komme ich noch, aber sonst... Ich glaube, ich bin da schon... Ich werde mir da mal... Ah ja, ich habe ja da Zinn... Viel ist es nicht mehr, was man braucht. So, da füllen wir mal die Kohle nach. Ja, das schaut gut aus. Und dass das machen wir empty. Das habe ich ja geschickt gemacht. Dass wir da den Gang schon erwischen. So, machen wir da mal so die Probebohrung rein. Mhm. Wenn wir da auf unseren Gang kommen. Ich glaube, oben habe ich noch was. Ja, passt. Da kann ich dann nämlich schon wieder die zweite Reihe mit Zinn anfeuern. Und die ganzen Öfen glühen lassen. So, dann schalten wir das mal aus. Das Bild ist wesentlich angenehmer ohne den. Blick da. So. Ich habe nicht weitergesprochen. Was habe ich mir geleistet zusätzlich? Ah, ja. King's Bounty. Okay. Komplette, das komplette Paket mit allen drei Hauptspielen, glaube ich, plus zwei DLCs um 7 Euro oder so. Oder 5 Euro, also das sind, glaube ich, ja, ich werde das Spiel wahrscheinlich nie durchbringen, weil das sind die ganzen Pakete gemeinsam, sind wahrscheinlich mehrere hundert Stunden Spiel, die man damit einkauft. Okay. Ist so eine Art Rundenstrategie für die, die sich im Gaming-Bereich auskennen, so wie Heroes of Might and Magic. Also sprich, man hat so eine Heldenfigur, mit der man Runden basierend über eine Karte zieht, die immer mehr aufdeckt. Man findet dann irgendwelche Orte, wo man halt alte Runen, zum Beispiel, wo man Schätze rauskriegt und so weiter.
Und die Kämpfe, wenn man dann auf Monster trifft oder gegnerische Fraktionen, Orks und so weiter, finden dann auf so Hexfeld ist glaube ich nicht, sondern auf rechteckigen Schlachtfeldern. Ja, in so Art Hexfeldmuster sind die halt unterteilt. Okay. Wo dann halt die Armeen gegeneinander antreten. Ich glaube, so ähnlich funktioniert es bei King's Bounty auch. Man hat gegenüber Heroes of Might and Magic weniger Stadtverwaltung dabei. Also man kann seine Städte und so nicht aufrüsten. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Städte hat, die, man, die einem selbst gehören. Dafür ist mehr Rollenspiel drinnen. Jo, was habe ich mir noch genommen? Desperados. Ich kenne nur den Film. Ja, hat mit dem nichts zu tun. Okay. Spielt im Wilden Westen. Ist ein Game, wo man eher so im Schleichmodus agiert. Also manche kennen oder das eher bekanntere war Commandos, wo man so eine Einheit im Zweiten Weltkrieg befehligt. Und man sieht von den Gegnern so die Sichtkegeln, was die sehen, und da muss man immer schauen, dass man halt da draußen bleibt. Plötzlich nicht rundenbasierend ist es nicht, sondern glaube ich in Echtzeit ist das Ganze. Okay. Ja, stimmt, das bewegt sich alles in Echtzeit. Und man hat verschiedene Charaktere in seiner Gruppe. Der Hauptakteur ist ein Revolverheld, der auch Messer, glaube ich, werfen kann. Das ist halt so seine Stealth-Waffe. Dann hat man eine Dame dabei, die mit ihren Karten herumhantiert. Also die kann man zum Beispiel als Lockvogel verwenden und mit dem Revolver hält, wenn sie dann eine Wache annähert, dann sie, geht man von hinten her und schlagt den K.O. und so. Dann hat man noch einen Mexikaner dabei. Ich glaube ein Indio war auch dabei, Indianer. Und jeder hat dazu halt so seine verschiedenen Fähigkeiten. Ja, und so ein Doc Hollywood war noch dabei. Der ist so der Scharfschütze der Gruppe. Okay. Habe ich schon mal durchgespielt den ersten Teil komplett, aber halt nicht aufgenommen damals, ist schon Jahre her. Spiel ist auch älter. Ist das zweiten Teil kenne ich gar nicht. Von der Story. Wenn wir sehen, ja, überhaupt von so älteren Spielen habe ich mir 3 oder 4 genommen, das war jeweils so 1,99 €, 2 € irgendwas. So, jetzt muss ich dahin. Ja. Und zwar ist der Denkfehler dieses hier. So, gleich kommt Nickel. Nach fast einer Stunde habe ich es geschafft. Es wird sich ausgehen, nur bevor wir die 60 Minuten füllen, dass wir es annehmen. Wirklich? Jupp. Ich wollte vorher schon fragen, wie weit wir fortgeschritten in der Zeit sind. Ja, fast 60 Minuten. Na fein. Wenn ein bisschen drüber gehen, dass du ein wenig Spielraum hast beim Schneiden. Mhm. 1-2 Minuten. Passt. So. Die ganz Kohle. Wenig noch, das kann aber jetzt nicht sein. Was denn? Geht jetzt die Energie aus? Gibt's das? Warum? Hast du einen Energiesauger? Oh, nehmen wir mal da was. Nein, an mir selbst. Kann nicht sein. Gibt das nicht? Ja. Da könnte sein, dass irgendwo ein Zecke ist. Habe ihn an mir hinten. Schleppe ich ein Blöckchen herum? Nein, jetzt ist es wieder stabil. Hat zuerst ein bisschen Gold abgebaut, von dem vielleicht. Ist der Asa eigentlich nicht da? Warum ist mein Asa nicht bei mir? Die kommt ja von der Ladestation nicht mehr da runter. Wo bist du? Nicht so weit weg für ihn. Das war aber auch noch nie der Fall. Überleg gerade, aber ich sehe ihn nicht. Er geistert da nirgends herum, ich sehe ihn nicht fliegen. Oder er lädt noch immer oben. Ja, aber jetzt, das wäre jetzt schon ganz schön lang. Hm,
Ja und? Was? Ist er da auch nicht? Na, ich überleg grad, warum da nichts reinpurzelt. Achso, ist da ein Chopper, sollte ich vielleicht dran stellen, oder? Oh, das war's. Schon fließt's. Was hast denn angehängt? Nickel. Oh, sehr schön. So, ich habe die Kohle etwas erweitert wieder. Es gibt nämlich ganz schön Gas. Ja, sehr schön. Passt, passt, da passt. Da kommt passt. Das. Ich kontrolliere nämlich gleich den Fluss, ob sie passt. Jawohl. Wow. Hm. Jetzt geht's dann dahin mit dem Pipebau. Titanium müssen wir noch aufbringen. So, ja, das lädt eh schön rein. Oh Gott, da haben wir noch so viel da hinten. Das könnte ich eigentlich anhängen. Ich hätte genug. So, dann bauen wir da unseren Schacht da zu, mit dem wir sie nach unten. Warte, was ist mit dem da drüben? Was ist damit? Das steht, oder? Das ist nix. Oh, die sind schnell. Oh, das ist cool. Natürlich sein, dass wir irgendwann einmal die Pipes noch ein bisschen tiefer ziehen müssen. Aber grundsätzlich sollte jede Pipe ungefähr in dem Bereich sein, wo man das jeweilige Erz am häufigsten antrifft. Also wir werden dann sehr viele versuchen, sehr viele so Erzlager zu finden und die dann halt mit Pipes immer anhängen an die jeweilige. Mhm. Tut sich da was? Ah, da kommt's. Warum geht's nicht weiter? Ist vielleicht irgendeiner verdreht, ein Pipe? Nein. Ist das jetzt nur ein Grafikfehler, oder? Das ist schon wieder in der Höhe, wo wir mit dem Lift da Probleme haben. Ah, jetzt läuft's durch. Ah, okay. Jetzt läuft's durch. So, was wollte ich jetzt machen? Okay, ich war bei Lithium. Ups. Ich wollte mir nochmal. Na, 10 habe ich abgeliefert. Ich hole mir das 10. Ich hole mir 10. Mein 10. Scheiße, darauf. So, dann warten wir da wieder. Und da kommt schon das Nickel. Mein 10. Achso, da habe ich gar nicht so viel reingegeben. Nickel. Muss ich wieder runterlaufen? Top. Schauen wir mal, ob es da in die Hülle reinkommt. Müsste eigentlich gleich da sein, da kommt schon Bomben vorbei. So, runter, runter, runter. Ups. Ich bin gespannt, ob man mit dem Jetpack quer auch fliegen kann. So, Nickel müsste ins Lager raufkommen. Ich lauf grad. Ich werde es nicht schaffen, dass ich da rechtzeitig oben bin, hoffentlich. Was haben wir da? Da haben wir gar nichts. Was ist da angeschrieben? Auch noch nichts. Dann, da ist schon was. Was ist das? Titanium. Eins müssen wir noch. Hopp, hopp, hopp. Ah, so. Ich war jetzt bei Lithium, gell? Was kommt nach Lithium? Nach Lithium kommt Gold. Gold hatte ich auch schon. Haben wir es verdreht? Ne, ich schau gerade. Warte mal. Eisen. Lithium-Gold, oder? Eisen? Gold-Lithium. Eisen, Lithium-Gold Lithium. Ist die Reihe, ne? Na, Basti. Eisen, Lithium-Gold. Ja. Gold nach Gold-Nickel. Da stehe ich gerade und schau gerade zu, wie die ersten reinfließen. Nickel. Da laufen sie schon durch.
geht's rauf. Wo stehst du vorne? Ganz im Westen. Da laufst du gerade an mir vorbei. Wo sehe ich dich nicht? Warte, einen Moment, jetzt nicht mehr drin. Stehe genau vor dir. Ja, jetzt bist du da. So. Ja, sehr schön. Es läuft durch. Jetzt bin ich nur noch nicht sicher, ob wir auf der anderen Seite ein Lager begonnen haben. Panlager ist da, glaube ich, noch keines. Ah, schaut mager aus. So ist ein riesiger Block. Gut. Kohle. Eine Stunde zwei, Nickel angehängt. Ja. Bissl ein Update gegeben zu dem, was sie sonst getan hat. Wir schwitzen da vor uns hin. Genau. Bei 36 Grad, glaube ich, sogar im Zimmer mittlerweile durch die PCs. Wir werden außerhalb der Aufnahme werde ich ein bisschen farmen. Für Storage, Hopper, Pipes, Lagererweiterung. Das ziehst du meinen Acer? Ja, der ist neben dir. Okay, dann habe ich jetzt einen Anzeigeblatt gesehen, nämlich nicht. Sie kennen aus, der kann sich nicht so schnell drehen. Na, ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er vor dir. Hat wieder einen Anzeigefehler. Gut, rauf geht's einmal. Acer anhängen, weil anscheinend ist er leer wieder. Und ja, in den nächsten Folgen werden wir dann das gleiche Spielchen noch mit Titanium machen. Ja, da werden wir euch auch noch dazu nehmen. Die Produktion Tipa anhängen. Macht die Produktion. Okay. Also die Bahnproduktion von der alles klar. Ja. Gut. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet wieder ein bei Vorteilskräfte Wolft. Let's play together mit der Tipa und mir dem anderen. Bis dahin, happy gaming und ciao, ciao. Ciao.